Guten Morgen, guten Mittag und wie immer einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Cassette Beast. Wir haben letzten Part unsere Prüfung zum Ranger Captain abgeschlossen. Es wird Zeit, unsere ganzen Captain Kollegen Hallo zu sagen und mal zu zeigen, dass wir der Beste sind. An dem Besten. So, irgendwas geht auf den Herbsthügel vor. Alle Ranger reden darüber. Guck mal gleich noch an. Das gucke ich mir gleich noch an. Rest der Welt laden. Ich finde die Mechanik eigentlich dahinter nicht so schlecht, aber auch irgendwie leicht nervig. Aber es ist nicht böse gemeint auf den Entwickler. Also es ist ein bisschen nervig halt nur. Greetings. Hallo, mir wurde gesagt, dass du jetzt einer der Captains bist. Wunderbar. Das sollten wir vielleicht mit einem weiteren Kampf feiern. Was meinst du, Captain? Ach komm. Captain Skip, okay, das dürfte lustig werden. Weißt du was, Skippy? Du und ich, wir werden... Naja, ich glaube, wir sterben. Kurz mal Gegenstand. So. Dann... Bitte. Bam, 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 bam. So, dann machen wir mal. Ich kann mal mit dem Klaps loslegen. Eimerbrecher. Sehr schön. Metallwall. Ah. Get you. Ich könnte aber theoretisch. Hey, jetzt erstmal das erste Level nutzen. Erstmal hochheilen. So, Spucken ist kein großer Schaden. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Spucken macht ein bisschen was an Probleme hier. Doppelhieb. Bringt nichts. Sie haben ihre scheiß Wand. Halt, nee, halt! Vergiss, ich dachte, aber der hat die Wand nur auf den einen gemacht. Das ist der untere Eimerbrecher ist eigentlich noch frei. So, ist nochmal, sondern gleich nämlich den Wall weg, genau. Und anderes bin ich runter auf 50%. So, nochmal Metallwall ist kein Problem. Das macht ein Problem geradeaus. Gut, das sieht okay aus. Muss ich drauf spucken? Ich stehe drauf. Ey, komm, gib noch mehr davon. Die Sabber hier abschlabbern hier. Ich habe halt kein Ding. Das heißt also, stürmen. Nee. Machen wir beißen. Den obersten. So, mal ein Klapp, damit wir das Spiel mal ein bisschen runterkriegen auf was anderes. Nochmal ein. Ach, diesmal sogar ein Bootleg. Haha, Skip. Ey, da werde ich ja richtig rullig, du. Scharfe Kante. So, perfekt. Jetzt kann ich nämlich in Ruhe. Doppelhieb. Der ist down. Glaube ich. Doch nicht. Ernsthaft? Es gibt verschiedene Bootleg-Versionen. Willst du mich verarschen? Nee, halt. Verschiedene Elemente, sehe ich's. Element. Das macht zumindest ein bisschen anders jetzt. Och nee. Super Eimerbrecher. Noch mehr Metallwall. Ich will kurz mal mich hochhalten.
Grüne Explosion. Multiziel. Diese Rückerstattung ist so ärgerlich. Bitte was? Scheiße, ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, als ich gedacht habe. Ja, das ist ja kein Problem. Und nochmal ein Klaps, haben wir nicht unsere Fähigkeiten ready. Natürlich, er wird irgendwas anderes drin haben. Schuss. Warte mal ganz kurz mal. Ein Doppelhieb? So, und dann jetzt Jackpot. Planetara ist der Schmetter. Oh, Schmetter. Ja, du bist erledigt, Captain Skip. Alter Schwert, das war ein Kampf. Schlaflosigkeit schärfen, Leben absorbieren, Metall. Wieso? schon wieder verloren. Das muss ich dir lassen, Captain. Diesen Sieg hast du dir redlich verdient. Schon in Ordnung, ich bin sowieso kein großer Kämpfer. Tief in mir drin bin ich einfach nur ein Nerd. Ein Nerd, für den es nichts Besseres als dieses Zeug hier gibt. Man weiß nie, was man als nächstes findet. So, Olivenbauer, nice. Ich bin unter gewöhnlich. Oh. Das ist gut. Nee, warte mal ganz kurz. Ich kann nirgendwo anwenden, weil ich keinen hab dafür. Lehm absorbieren. Ja, Dingens, ne? Dann halt das rausnehmen. Genau, Verteidigung rausnehmen. So. Ja, zu Beginn des Kampfes einsetze ich eine AP-Kletterbombe. Schilde hoch, Sternschuss, aussaugen. Holzfäller. Zufällig. Gesagt, er könnte schon Flut, Echolot. Ich habe halt nichts Besonderes halt dabei, ne? Stürmen, Fokus. Nee, lass mal gut sein. So, ja, schon mal einer liegt von den 12. Bin noch 11 weitere. Eine andere Quest würde mich eigentlich auch interessieren. Take me on. Das ist Hauptquest halt, ne? Spiel das Lied nochmal ab. Willst du dieses Land verlassen? Bist du der Aufgabe gewachsen? Kannst du den Weg du gehen, der vor dir liegt? Nach Westen müssen deine Flügel flattern, einen Ort, den nur ich kenne. Westen, der Ort, den nur sie kennt. Denn dort liegen meine Kammern. Von dort musst du nach Norden gehen, wo sich getrennte Wege grüßen. Wo Bäume sind zu sehen und dunkles Gras du spürst in deinen Füßen. Auf einem Steinaltar auf diesem Land, dort musst du jetzt sein. Eine halbe Minute musst wehren hier dein Stand und des Nachts wird der Pfad dir offen sein. Für eine Handlung und Situation um zu finden, die letzte Station. Hör mein Lied und find den Ort, der dich bringt weit von hier fort. Westen und ihre Kammer. Warte mal ganz kurz. Westen und ihre Kammer. Westen musst du gehen. Ihre Kammer, warte mal. Die Kammer war hier.
hier? Aber wo war das denn jetzt da? Nee, das war nicht hier. Nee, ich bin mit ihr nämlich da hochgegangen. Nach Norden. Lass mal das Lied mal anhören. Wirst du dieses Land verlassen, bist du dir auf das aufgewachsen, kannst den Weg, du gehen, der vor dir liegt. Nach Westen müssen deine Flügel flattern, einen Ort, den nur ich kenne. Den Ort, den nur sie kennt. Meine Kammern, ihre Hallen sind nun leer. Getrennte Wege grüßen, wo hohe Bäume sind zu sehen und dunkles Gras du spürst an deinen Füßen. Ein Steinaltar auf diesem Land, dort musst du jetzt sein. Eine Minute, okay. Okay. Fuck. Die Frage ist, kam ich eigentlich mal... Habe ich sie denn hier kennengelernt oder nicht? Ja doch, das ist hier. So, meine Kammern, die sind jetzt leer. Nach Norden, wo Wege sich spalten. Hohe Bäume, dunkles Gras. Warte mal halt. Dunkle Bäume, es kann nur deine Wald hier gewesen sein, ne? Sind ein Steinaltar. Bei Nacht, halbe Minute stehen. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl. Warte mal ganz kurz. Wir gehen mal jetzt ganz meinen ganzen Wald durch. Na, jetzt möchte ich gerade neugierig sein hier. Also ich bin generell neugierig, so ist ja nicht. So, Orte auf der Erde. Noch die ganzen Sachen, da hatte man es kurz. Die Kraft wurde. Ich habe 3 Stück. Multitalent, nice. Nice. 5 Sterne schon mal gekommen. Vergeltung. Und noch die Kraft wurde am besten. Und dann bei strahlende Kuneko, genau. Kosmisches Kunai, awesome. Olivenpower, gehe ich mal Kaylee. So. Mit nochmal eine ganze Nacht nochmal, weil, wenn ich einen Altar finde und es ist Nacht, könnte ich theoretisch doch eigentlich dann ganz gezielt schon dieses Ritual durchführen. Okay, wo sich Wege kreuzen. So, es ist dann, wo Wege sich kreuzen. Irgendwo hier sein. Was ist das da unten hier? Wir gehen mal erstmal nach rechts rüber. Ja, hier sind schon mal Bäume und dunkles Gras. Auf der richtigen Spur hier. Und ein Altar. Immer dunkles Gras. Immer beim dunkles Gras. Was ist mit dem hier jetzt? Was wir noch nicht gesehen zuletzt, oder? Mal kurz gucken. Warte mal kurz 30 Sekunden jetzt mal hier ab. Ich hab meinen Timer neben mir. Noch 15 Sekunden. Noch knapp 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2,
es nicht? Halbe Minute. Nacht. Willst du denn sonst sein? Soll ich überlegen. Bäume, dunkles Gras. Alter. Das heißt, es passt mit dem Wald. Der Wald passt schon mal. Der Park ist falsch. Der Park ist es nicht. Ist nicht der Park. Warte mal, nur hochklettern. Ich vergesse das immer wieder, wie ich das machen kann. Hier oben ist es nicht. Steinerner Altar, ne? Aber steinerner Altar, hatte ich gesagt. Nicht holzener. Links vielleicht. Nee, jetzt kein Steinaltar, das ist ein Haus. Dieses Lied rauszufinden, ist ja echt eine Herausforderung. Eine wunderschöne für die ganze Familie. Das ist nicht, das ist die Bude von links gewesen. Nee, das auch nicht. Ah, hier. Drei Sekunden. So. Das wird die 30 Sekunden Episode jetzt werden hier. So, 20 Sekunden noch. Zehn noch vielleicht? Yes! Oh, du bist so gut, Jack! Sagt meine Frau auch jeden Abend. Aber es ist eine andere Sache. Ein Spiegel, ob der wohl wie bei Amber ist? Ist das... Ja, Kaylee, das ist der Weg raus. Freiheit. Jeder für sich, Bitch. Wir sehen uns in einem anderen Leben wieder. Mein Gott. Wow. Bahnhof Nachtbrück. Wo sind wir hier? Wo sind wir? Es ist so neblig. Wir müssen wohl einfach weitergehen, Jack. Das sieht mal genial aus. Ist der Weg raus? Oh. Das ist ja riesig. Das Tor, das wir suchen, irgendwo ist dann hier. Wir sollten uns umsehen. Sollten wir... Komm, ich gehe da lang. Oh, das ist eine Darmskelett. Level 50 sogar hier noch. Keine Chance zum Fliehen, alles klar. Kein Problem für mich. Stürmen. Ja. Gambit. So, verglast. Womit den Sand einschlagen, wird Fulgurit, also natürlich Glas, natürliches Glas, erzeugt. Ziel des Typen werden zu Glas. Aha. Dann. Autsch. Aufs Maul? Warte mal, das sind zwei verschiedene Arten von Darmskill, sehe ich gerade, oder? Oder ist es einfach nur, weil der Typ es verändert ist? Ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall eine gute Frage, gerade jetzt, was wir machen. Weil die haut ordentlich rein gerade. Eine Runde und dann ist es auch schon vorbei. Geschlagen. Knappe Ding. Sieg. Okay, super. Wir haben es geschafft. Easy peasy. Gut. Zurückspulen. Was an Live oder so weiter. Ich muss eigentlich mal raus. Oh, guck, wir gehen erstmal so weit wir gehen können hier. Oh. Okay, das war jetzt nicht erwartet. Okay. Nein. Smogmagog. Okay. Smogmagog. Fliehen. Okay, wir haben gut fliehen, das ist gut. Warte halt. Warum nicht da lang? Warum nicht da lang? Ah, ich verstehe den Sinn dahinter. Ja. Oh Gott. Okay, ich habe den Sinn dahinter jetzt verstanden und das war ziemlich dumm. Und zwar muss ich dann... Sorry, Katie. So. Achso, da oben ist halt nur ein Ding, so eine Kiste. Die sieht wichtig aus. Ah, verdammt. Au, flicken. Komme ich denn da hoch? Leck mich doch am. Ah, verdammt. Oh, verdammt, das war auch dumm. Okay, warte noch mal ganz kurz. Ich komme nochmal noch hoch. Oh, ich hatte das falsch gemacht. Mal kurz warten. Gott im Himmel. Ah, das ist auch okay. Ich habe keine wieder hochkommen. Und natürlich ein Gin Tonic und ein Damenskin. Ich finde den Namen Gin Tonic einfach echt nicht. Ja, komm. Fallen gelassen. Ohne genug Stuff ist halt wirklich schwer durchzukommen halt, ne? Lass mich mal zulegen. Mal zurückspulen, ein paar Teile davon. So, Fusilis kann ich noch welche holen. Okay. So. Ich will aber den Part heute ein bisschen frühstücker Feierabend machen. Aber weil ich auch ein bisschen busy bin heute. Aber wir haben auf jeden Fall einen guten Fortschritt gemacht. Wir haben jetzt rausgefunden, wo das Portal ist. Da oben. Plus, ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir auch noch weitere Captains machen. Und da war eine andere Quest für eine Hauptquest hier. Acting on the best behavior. Ich kann erst mal mit Eugene fragen, was da los ist. Weil mich würde es auch noch schon interessieren. Eugene. Was? Come on! Ach, ich hab's überlesen! Leck mich da am Zipfel. Wo ist das Hauptquartier? Da drüben.
Na gut, auf jeden Fall müssen wir halt im nächsten Part dann wohl die Makler in ihren HQ erledigen. Das wird spannend. Bin ich ehrlich gesagt wirklich sehr gespannt drauf. Aber bis dahin müsst ihr ein bisschen gedulden. Bis 2 Tage, bis der nächste Part kommt, ne? Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, schaltet ein, dann geht's weiter übermorgen mit Cassette Beast. Und nicht weiterhin vergessen, liken, subben oder auch einfach mal kommentieren. Und wenn ihr das Spiel selbst spielen wollt, es ist im Xbox Game Pass verfügbar. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Schön mit Öle. Bye, bye.